Hey Freunde, ihr werdet gleich live dabei sein, wie ich mein erstes Mal... Oh nein. 24 Stunden lang streame. Also, ich werde 24 Stunden lang streamen. Sorry für die... Ich muss unbedingt auf meine Wortwahl achten. Auf jeden Fall fängt das Ganze um 17 Uhr heute an. Heute ist der 1. August, glaube ich. Und wir starten auf World of Nerds. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Weil ich ja eigentlich heute auch auf World of Nerds streame und da leiten wir die 24 Stunden schon ein. Das heißt, die ersten 3 Stunden verbringe ich dort. Und ab 20 Uhr bis um 17 Uhr am Sonntag werden wir dann auf meinem Kanal streamen. Was gespielt wird, wird eher spontan entschieden. Ihr müsst mir jetzt auch nicht 1000 Spielempfehlungen in die Nachrichten schreiben. Grundsätzlich wird auf jeden Fall Isaac gespielt, dann Counter-Strike, dann ein bisschen Karaoke vielleicht Sonntag, beziehungsweise ganz sicher Karaoke. Ja. Ich bin schon ordentlich am Üben. Einfach um wieder wach zu werden. Ansonsten spielen wir Anki. Es ist ein Horrorspiel, das gestern rausgekommen ist. Der Kombistar hat mir das empfohlen. Er wusste selber nicht, was das für ein Spiel ist. Egal, finden wir raus. Vielleicht so irgendwie um 3 Uhr nachts zocken wir so ein kleines. Es ist so ein Horror. Fast Point and Click. Ansonsten will ich da jetzt nichts groß machen mit pro Sub machen wir eine Minute länger. Ich will einfach nur erstmal 24 Stunden überleben, ohne zu sterben. Und wenn ich dann noch lebe, machen wir vielleicht irgendwann noch einen 24-Stunden-Stream und dann 48 Stunden. Und wenn ich dann immer noch lebe, was nicht wirklich realistisch ist, dann machen wir noch einen Stream. Leider habe ich es jetzt natürlich nicht geschafft, ein paar Videos zu produzieren. Deswegen werden heute nur eine Folge Isaac kommen, dieser Vlog morgen auch nur eine Folge Isaac. Und dann legen wir erst Montag wieder los mit ein paar Trash-Games und Horrorspielen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bitte verzeiht mir. Ja, das war's auch schon mit den Infos. Also, um 17 Uhr geht's los. Unten steht alles in der Beschreibung. Jetzt zeige ich euch mal, was sich so verändert hat hier in der Wohnung. Wir haben hier ein wunderschönes neues Gemälde hier auf dem Wohnzimmer hängen. Wir haben hier eine wunderschöne Pflanze auf einem Regal-Nachttischschrank. Da haben wir auch eine Pflanze und da hinten sieht man Kakteen. Kakteen. Hinten haben wir jetzt eine kleine Bettlehne. Und noch ein Bildchen. Das war's. Das war's.